Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Hier zurück zu Stellaris. Wir sind immer noch das Riff. Und so langsam aber sicher werden wir hier sehr unsittlich umarmt von diesem Combine da unten. Ja, ja, ihr seht schon, was ich meine. Ne? Die wollen immer mehr Ländereien von mir haben. Ihre Flotte ist angeblich uns mega krass überlegen. Und ich glaube ihnen das auch. Aber ich möchte einfach nicht, dass sie hier ungestraft reinspazieren können. Ich baue meine Flotte weiter auf. Und der galaktische Markt ist gegründet, leider nicht bei mir. Ich hatte nicht die Gelegenheit, um das hier zu, um mich erneut zu bewerben. Leider, leider, leider. So. Dann machen wir noch das da rein. Oh, ist jetzt irgendwo eine weitere Stätte entstanden? Ja, aber das, ja, geht mich nicht wirklich was an. Da kann ich nicht viel tun. Du machst hier mal die nächste archäologische Stätte. Hier gibt es noch ein Spezialprojekt zu machen und eine Anomalie. Und mein Konstruktionsschiff hier kann erstmal gar nichts tun. Also was ich halt auf jeden Fall versuchen muss, ist das nächste Mal gegen sie zu gewinnen und ihnen dann meine Ideologie aufzwingen. Als Siegbedingung. Allerdings ist das, nennen wir es mal, schwierig. Bauen und bauen. Ich will noch mehr Nahrung produzieren. Ey, die haben echt nichts Besseres zu tun mit ihrem Material, oder? Also das ist mit ihrem Einfluss. Die haben da echt keinen Bock, da irgendwie großartig was anderes zu machen. Kooperative Forschung, Bedeutung von Technologie, ja, bin ich dabei. Schön weiterbauen. Not so special now, was it? Ey, es ist einfach nur krank, ne? Wie sie einfach weiterhin überwältigend bleiben. Diese Bonuspunkte, die sie bekommen, sind so sick. Intellectual Booty. So, mehr Forschung aus dem All. Oh, der Forschungskomplex. Das könnte unser Weg raus sein aus der Forschungsmisere. Und wir sind kurz davor. Oh, wir haben einen Terraforming-Kandidat entdeckt. Aber außerhalb unseres... Nee, doch, innerhalb unseres Gebiets. Hm, terraformieren. Kostet halt 10.000, ne? Ihr seht's, ne? Ich kann ihn schon, wenn ich will, direkt in eine Ozeanwelt machen, aber es ist halt unfassbar teuer. Das behalten wir uns erstmal quasi im Hinterkopf. Einfach im Hinterkopf behalten. Vor allem, weil ich inzwischen schon so viel Energy Credits minus mache. Intellectual Booty. Die Amöbengeiseln haben wir jetzt auch. Oh, das wäre schwierig gerade eben. Ist jetzt zwar verlockend, aber schwierig. Denn das würde auch die Kosten natürlich nach oben treiben. Den untersuchen wir. Den aufgegebenen Beobachtungskosten. Jetzt ist gerade eben wieder jemand gestorben, was ich nicht so gut finde. Meine Wirtschaft krankt gerade eben, überraschenderweise. Also ich habe echt nicht damit gerechnet, dass ich da solche Probleme habe. So, das war schon mal wichtig. Denn ich muss demnächst hier dafür sorgen, dass ich Dienstleistungen hier irgendwie noch reinzaubere.
Denn die haben jetzt hier, wobei wir haben eigentlich noch einen guten, eine gute Stabilität, ne? Aber immerhin habe ich jetzt hier diesen Slot. Naja, gucken wir mal. Hier geht's weiter. Ich brauche wieder sowas hier. Einen weiteren Stadtdistrikt. Oh, es ist ja drogensüchtig geworden. Manchmal ist es einfach nur zum Heulen, ne? Ich sag's euch. 17, 16 Monate noch für die Sternfestung. Ich werde sie als allererstes hier platzieren. Dann als zweites hier. Ich arbeite mich dann quasi erstmal hier ran, ne, damit das Ding erstmal safe steht. Null. Stadtdistrikt, das passt. Okay, hier haben wir jetzt den ersten Arbeitslosen. Ich bin der Meinung, wir brauchen endlich einen Ort, an dem wir Energie machen. Das hier ist nicht der perfekte Ort, aber es wird einfach ein Generatorplanet. Wir fangen jetzt einfach mal damit an. Irgendwo muss ich mit einem Generatorplaneten anfangen. Intellectual Booty. Verwaltungslimit ist geschafft. Mehr Flottenlimit machen wir noch nicht. Wir sorgen jetzt dafür, dass wir noch mehr Verwaltung bekommen. Denn sonst werden wir technisch ewig hinterherhinken. Und du machst Verwaltungsbüros hier nochmal rein. Ich bin hier gleich wieder voll, wie man sieht. Ich kann eigentlich jetzt schon verkaufen. Zack. Und habe damit hier meinen Malus wieder ausgeglichen. Das hier ist jetzt halt echt mies, ne? Der Wachstum tut weh. Das Wachstum. So, neue Forschung. Wir haben es geschafft. Die großen Verteidigungsstationen zu einem Gasextraktionsbrunnen. Ja, her damit. Jetzt wird hier abgegradet, Leute. Oh yes, und wie abgegradet wird. Erstmal die wichtigen direkten Grenzverläufe auf die Sternfestung hochbringen. Er hier auch. Und danach so nach und nach alle anderen wichtigen Gebäude. Ich meine Systeme. Jetzt können sie den Kriegsgrund erniedrigen gegen mich einsetzen. Warum? So, hier gibt's ja wieder ein Schlachtfeld. Ist aber gerade eben relativ egal. Macht einfach mal weiter. Hier ist nichts Besonderes am Start. Wir können weitermachen. Anziehung, Regierungsethik, die Zeit. Nein, nein, nein. Lebensdauer, Anführer, Erlasskapazität, Stabilität. Das hier ist ein wichtiges Teil. Technology secured. So, Forschungskomplex haben wir auch. Wie ist denn Röntgenlaser? Ne, wir machen jetzt hier mehr Energy Credits. Wir fangen jetzt an, auf dem Planeten Energie zu produzieren. Dann möchte ich auch gerne mehr Energy Credits bekommen für jede Aktion, die ich da durchführe. Du machst hier nochmal weiter. Spezialprojekt erforschen. Das Gemeine ist, ne, es gibt hier noch ein paar Orte, wo ich glaube ich noch Tiere einfangen müsste. In die kann ich aber unmöglich rein, weil der Nachbar uns hasst. Was halt echt doof ist. Ich gehe mit diesem Konstruktionsschiff schon mal da hoch. Project done. Der graue Sturm. Bei all ihren Bemühungen zur Geheimhaltung sind überall auf Kasabius 4 Spuren der unbeholfenen Einmischung der Beobachter zu finden. Spuren deuten darauf hin, dass der Planet von einem psionischen Bewusstsein der Planetoiden bewohnt war. Was? Ne, Plantoiden, Entschuldigung, also vom Pflanzenwesen.
die sich mitten in einem religiösen Erwachen befanden, als eine mysteriöse außerirdische Rasse, die Torwächter genannt wird, ohne Vorwarnung auf sie herabkam. Von diesem Zeitpunkt an waren die Pflanzen von der Idee eines bevorstehenden apokalyptischen Ereignisses namens Grauer Sturm besessen. Ihre ehemaligen friedlichen Religionen verwandelte sich schon bald in einen Selbstmordkult. Innerhalb weniger Monate war eine der ältesten Lebensformen aus Angst vor dem Weltuntergang selbst verschwunden, das trotz zahlreicher Versuche der Rehydration. Die haben sich also aus Angst vor dem Tod umgebracht. Mhm. Tatsächlich, also wie gesagt, kommt mir leider sehr, sehr logisch vor bei solchen Religionen. Es ist nicht das erste Mal, dass sowas vorgekommen ist in der Menschheitsgeschichte. So, verbessern. Die Sternfeste braucht echt eine Weile, bis sie gebaut wurde. Aber dann ist sie wenigstens ein Moloch, ich sag's euch. Ja, ich werde die Vereinbarung fortführen. Auch wenn das eine Menge Energy Credits kostet. Warum mache ich immer weniger Konsumgüter? Es tut richtig weh. Recycling-Kampagne mal anschmeißen. Ich brauche jetzt übrigens die Richtlinien nicht mehr. Ich gehe jetzt auf Kooperativ. So erhöht meine diplomatische Bedeutung. Befreiungskriege, Verteidigungskriege. Okay. Mehr kann ich gerade eben gar nicht tun. Ich freue mich echt, wenn das hier fertiggestellt ist. Na, momentan hat diese Station 7,1k, das darf dann locker auf 12 hochgehen. Noch mehr Verwaltungslimit und mehr Verwaltungslimit, Grundinformationen, Verwaltungsanlagen. Ja, das könnte helfen. Nein, wieder ein Wissenschaftler tot. Ich will diesen Wissenschaftler... Wo ist denn der überhaupt? Genau, der soll ja mal mit der archäologischen Stätte weitermachen. Ist nicht doof, dass der jetzt gerade gestorben ist, genau in dem Moment. So, ich möchte das erleben. Von 7,1 hoch auf... Technology secured. Plumps. 11,2. Okay, es ist ein bisschen weniger, als ich gedacht habe, aber ich beschwere mich nicht. So, nochmal eine Raketenbasis und nochmal eine Geschützbatterie. Wir gehen hier auf eine Hydrokultur. Erkundungsgeschwindigkeit. Das kommt viel zu spät, das ist so lächerlich. Noch mehr Zeug aus dem All. Auch dir haben das Upgrade erhalten. Zap, 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 zap. So bekomme ich nämlich jetzt auch noch mehr Nahrung. Wobei, nee, warte mal. Ah, das ist schon drin. Okay, dann passt das. Und hier wird es schon gebaut. Hier auch. Es wird Zeit, dass auch das hier noch abgegradet wird. Ey, die beanspruchen immer mehr Land, ne? Das ist unfassbar. Zap, zap und zap. 200 Sekunden hier noch. Also wenn es nach mir geht, werde ich jetzt hier diese frei gebliebenen Orte hier demnächst mir mal näher anschauen. Deswegen hole ich mir jetzt auch noch hier die Reste von dieser Flotte. Aber die werden immer noch überwältigend sein. Ja, 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 hätte mich gewundert, wenn es nicht so wäre. Hätte mich einfach nur gewundert. Der Moment, an dem sie mal nicht völlig overpowered rüberkommen.
Wir gehen jetzt echt die Energy Credits aus. Ich werde deswegen jetzt hier nochmal 50 mehr pro Turn verkaufen. Und ich kann aber auch seltene Kristalle verkaufen, wie wir sehen. Ich verkaufe 5 pro Monat. Einfach um zu gucken, ob ich das damit ausgleichen kann jetzt. Das ist halt der Witz, ne? Flüchtige Teilchen werde ich jetzt auch einen verkaufen. Die Preise sind völlig kaputt. Auch Nahrung werde ich jetzt verkaufen. Mal 20. Und hier ist das Abkommen. So. Jetzt seht zu, dass das hier mal... immer noch minus 13. Es ist unfassbar. Komm, wir gehen auf 40 hoch. Jetzt endlich bei minus 0. Natürlich minus 0. We grow ever stronger. So, diese Schiffswerft hat es auch geschafft. Dann machen wir nochmal ein weiteres. Eine dritte Schiffswerft rein. Ach komm, lass es 4 sein. Noch mehr Nahrung. Wir machen jetzt überall noch mehr Nahrung. Die Paranoia treibt mich hier an. So, wie viel hast du jetzt? Jetzt hast du 13,2k. Das Schlimme ist, es ist gar nicht unmöglich, dass sie das knacken können. So wie ich jetzt inzwischen ihre Kampfkraft einschätze. Da stehen wir bereit. Das ist angeblich nur eine 1K-Truppe. Ah, er schickt jetzt hier potenziell wieder... Ach, klar. Seine Leute los. Ich kenne ein gutes Ziel für Überfälle. Da, guck mal, das ist das, was ich meine. Er hat es gerade eben gemeldet. Ich habe eine Sekunde weiterlaufen lassen und schon sind die von der KI wieder irgendwo hingeschickt worden. Das ist doch nicht normal. Du kannst gar nicht so schnell sein. Es nervt. Und das ist nicht zu knapp. Technology secured. So, wir haben zwei weitere Technologien. Verwaltung ist nun besser. Weltraumhandelsunternehmen produziert 2 Handelswert für jeden Handelsknoten. Das hilft mir weiter auf lange Sicht. Habitate wären möglich. Nee, ich gehe auf verbesserte Panzerung. Wo wir gerade eben dabei sind, uns mal ein paar Dinge anzuschauen bei den Schiffen. Huch. Wir können ja jetzt die Rumpfstärke erhöhen, ne? Das sollte man echt nicht unterschätzen. Das ist sehr, sehr heftig. Was das dann für Boni mit sich bringt. Deswegen graden wir die jetzt hier mal ab. Zip, 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 zip. The fleet has been refitted. Und hier? Auch mehr Nahrung. Ey, ohne Witz, der hat doch inzwischen garantiert schon alles von mir 4- und 5-mal beansprucht. Das kann doch nicht mehr sein Ernst sein. Oh, wo wir gerade eben dabei sind. Das bringt mir 10. Und nochmal 5 Gase. Her damit. Er hört einfach nicht auf. He won't stop. Till I'm D.E.D. Dead.
ever stronger. Wieder einmal ein Mandat unerfüllt. Ja, wie gesagt, ich komme halt nicht dazu, diese Mandate auch nur ansatzweise jetzt hier gerade eben erfüllen zu lassen. Forschungsleistung. Premierminister wurde für die Forschungsleistung durch die Forschungsstation im Orbit ge... Ja, Forschungsleistung. Das ist wieder mal toll, dass ich da kein Mitspracherecht habe, ne? Was der den Leuten hier so versprechen will. Der alte Schlumpf, du. Hab ich hier irgendwo noch einen eigenen... Ja, hier kann ich noch archäologische Ausgrabungen durchführen. Das ist das, was ich tun wollte. Ihr lasst euch jetzt auch alle uppen. We grow ever stronger. Sehr nice. Dann bauen wir dich noch aus. Das ist halt eine rein militärische Zone hier, ne? Wenn du da hinkommst, das ist halt der Todesstreifen. In gewisser Weise. Nur in demokratisch. Haha, schlechter Witz, ich weiß. The fleet has been refitted. Ich warte damit noch. Intellectual booty. Damit haben wir jetzt auch das Weltraumhandelsunternehmen. Hyper Entertainment Forum. Nee. Ich hätte gerne hier noch mehr Verwaltungslimit und mehr Grundinformationsstufe durch, von den Gegnern. Und zack. Das war ein richtig gutes Gebiet. Es ist einfach grenzenlos, was der hier beansprucht, ne? Schamlose Bande. Einfach nur schamlos. So, dich schicke ich jetzt da hoch, um dieses Gebiet mir jetzt hier endlich zu gönnen. Was? Die Abkömmlinge haben das gemacht. The fleet has been refitted. Okay, ich kann es mir gar nicht mehr holen. Ich kann es mir nicht mehr holen. Das haben sich die Abkömmlinge von den Alten da geholt. Okay. Das haben sie gekonnt. Also, die Mandate können auch gerade eben gar nicht erfüllt werden, so schnell wie die sterben. Ich sag's euch. We grow ever stronger. Das ist gerade direkt wieder einer weggezogen, bevor ich das hier ausbauen konnte. Okay. Wieder ein neues Herrschaftsmandat. Ich verliere wieder meinen Physikforscher. Dieses Mal weitgehend ohne Ausgleichsforscher, der dasselbe könnte. Schade. Wir machen noch mehr Forschung aus dem All. Wie gesagt, das wäre ja jetzt passiert, aber der Typ ist halt einfach zu schnell gestorben. Ich möchte Code knacken lernen. Mir fällt übrigens auf, dass wir schon eine ganze Weile unterwegs sind und ich habe immer noch keine Möglichkeit, ein drittes Staatselement mir zu holen. Wollte ich nur mal so mal angebracht haben, ne? Als leise Kritik. Dich baue ich jetzt auch aus, weil, guck mal, was da los ist. Der fiese, fiese Feind. Habe ich keine Verbindung mehr zu denen. Ne, ich habe noch ein Defensivabkommen. Wie ist denn das dann passiert? Wurde ich gar nicht in diesen Krieg gerufen, als da einer stattgefunden hat. So, Plastik-Stahlpanzerung haben wir.
kurze Zeit für bessere Antriebe. Komm, ich schicke die alle gleich wieder zurück zum Auffrischen. Was soll's. Oh! Wem gehört das? Der Free Arizo League. Die sind gespalten worden! Aber haben die überhaupt irgendwo einen Planeten? Ich sehe gar keinen. Moment. Die Free Arizo League. Da sind sie. Ach, die haben das erobert. Bin verwirrt. Ich sag dann einfach mal danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Was ist da passiert? Ein Krieg über meinen Köpfen und ich habe ihn nicht bemerkt. Sie müssen selber angegriffen haben und gewonnen haben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ne? Schöne Zeit. Tschüss und Ade.